Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es ein Favoritenvideo, denn ich habe in letzter Zeit viele DM-Live-Hauls gemacht und natürlich immer wieder neue Produkte gekauft und die getestet. Und ja, in letzter Zeit sind mir so die ein oder anderen Produkte leer gegangen. Ich habe einige nachgekauft und mir ist aufgefallen, dass da doch schon einige Favoriten dabei sind, die ich euch heute gerne zeigen möchte. Und ich würde sagen, bevor wir wieder lange schnacken, fangen wir auch direkt an. Und zwar mit einem Produkt, was für mich meine große Liebe ist. Oh mein Gott, wirklich. Lieben Dank, wenn du gerade zuschaust, denn das hat mir eine Followerin empfohlen. Und zwar spreche ich von den Augenpads von Evelyn. Und zwar diese wiederverwendbaren Augenpads. Leute, change my life. Ich sag's euch, das hat mein komplettes Leben verändert. Hier sind jeweils zwei Stück mit dabei. Ich habe die auch immer im Kühlschrank. Und dann mache ich immer etwas Creme drauf, nehme die aus dem Kühlschrank und tue die drauflegen. Manchmal mache ich nur Aloe Vera Creme drauf, manchmal nur Hyaluron, manchmal direkt wirklich Augencreme, manchmal nur Feuchtigkeitscreme. Manchmal mache ich die auch einfach nur ins Gefrierfach und tue die dann auf meine Augen drauf, ohne Pflege, einfach damit die Schwellung abgeht. Und ich bin wirklich begeistert. Ich finde das ganz, ganz toll. Es ist wirklich für mich eine absolute Bereicherung. Ihr wisst, ich liebe Augenpads. Ich kann die absolut empfehlen, gerade auch, wenn ihr die ins Tiefkühlfach legt. Wenn ihr die sowieso nicht so oft verwendet oder wie ich jetzt so einen richtigen Tick habt und wirklich jeden Tag Augenpads verwendet, sind die wirklich sehr, sehr gut. Ich kann es nicht lassen und nutze trotzdem noch ein paar andere, aber gerade für Reisen und so weiter, ich liebe die. Und ich warte nur darauf, bis auch andere Marken wiederverwendbare Augenpads rausbringen. Ich warte wirklich drauf. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das echt eine richtig coole Sache wäre. Das nächste Produkt habe ich euch, glaube ich, schon ein oder zweimal sogar in meiner Instagram-Story gezeigt, weil ich dieses Produkt wirklich liebe und es einer meiner absoluten Favoriten momentan ist. Wenn ihr mir übrigens noch nicht folgt bei Instagram, dann tut das doch gerne. Mrs. Baby bei Instagram und TikTok ist auch alles hier unten in der Infobox verlinkt. Und zwar spreche ich von den Maybelline Concealer, diesen hier. Den 30 Stunden Concealer Corrector von Maybelline. Den habe ich in der Farbe 15 gekauft. Der ist mir aktuell eine kleine Nuance zu hell, aber ihr werdet es nicht glauben, ich habe ihn trotzdem auch gerade drauf. Der ist wirklich so gut. Der spendet Feuchtigkeit, meine Augenpartie trocknet nicht aus, der lässt sich super verblenden, der ist auch sehr leicht in seiner Konsistenz, also man kann ihn wirklich nach und nach aufbauen, ob man eine leichte Deckkraft haben möchte oder auch eine stärkere. Dennoch finde ich, deckt der wirklich gut ab, ohne dass es cakey aussieht oder man es sehen könnte. Ich mag ja schon die Foundation davon wirklich sehr, sehr gerne und dieser Concealer hier, der ist wirklich top. Erinnert mich sehr auch an den Fit Me Concealer, nur dass der Fit Me Concealer noch etwas stärker an der Deckkraft ist und auch vom Finish her. Der ist hier wirklich leicht, aber wirklich super, macht das, was er braucht. Für den Alltag mag ich es mega gerne. Einer meiner neuesten Lieblings-Concealer aus der Drogerie ist dieser hier von Maybelline. Machen wir weiter mit Parfüm und da habe ich gleich zwei Favoriten aus der Drogerie für euch. Ihr wisst, ich und Parfüm und ich liebe sowieso Tubes und teste ohne Ende. Und da habe ich natürlich auch ein paar Tubes in der Vergangenheit gekauft und die nutze ich natürlich für den Alltag. Und ich muss sagen, da sind zwei Schätze dabei, wo ich euch guten Gewissens sagen kann, spart euch das Geld für übelste High-End-Produkte, denn die zwei machen es auch. Natürlich muss ich dazu aber auch sagen, es ist nicht in der Hinsicht mit dem Original zu vergleichen, was die Dauer angeht. Also es hält natürlich nicht so krass wie das Original. Und zwar sprechen wir einmal von Madame Isabelle, dieses hier. Das ist von Larive und das ist ein Tube zu dem Coco Chanel Parfüm. Ich habe beide Parfüme da und ja, das Coco Chanel in der kleinen Ausführung und das hier gibt es in der großen Ausführung. Vom Duft her nehmen die sich nichts, also wirklich so gut wie gar nichts, außer man trägt der Duft täglich, dann könnte man vielleicht wirklich einen kleinen Unterschied merken. Aber für die Laie oder für den Alltag merkt man keinen Unterschied.
Wenn man den Coco Chanel Duft mag, dann kann ich dieses Typ hier absolut empfehlen. Ich nutze das mega gerne für den Alltag. Es hält wirklich super, super gut. Also ich habe es früh drauf und am Abend riechen meine Sachen immer noch danach. Und auch das von Larif Destiné. Ich bin ein absoluter Fan vom Yves Saint Laurent Libre Parfüm. Eines meiner Lieblingsparfüms, wirklich. Und ich habe mir dieses Dupe hier schon zweimal dazu nachgekauft. Riecht für mich wie das Original. Und es hält wirklich unfassbar gut. Also das hier hält wirklich so, so gut. Ich habe es auch schon verschenkt. Kann ich absolut empfehlen. Und da kann man auch nochmal nachsprühen, finde ich. Da tut es nicht ganz so weh, wenn ich ein 5 oder 6 Euro Parfüm aufsprühe als ein 100 Euro Parfüm. Deswegen zählen die zu meinen Favoriten. Das nächste Balea-Produkt ist ein absoluter Favorit von mir aus dem DM. Und Leute, ich sage nicht nur absoluter Favorit, denn ich bin wirklich so begeistert. Also testet es. Ich kann es wirklich empfehlen. Und zwar spreche ich von dem Balea Trockenschaum Shampoo. Das ist im Endeffekt ein Trockenshampoo, aber als Schaum. Also so ähnlich wie Schaumfestiger. Ich hatte das ja mal von Taft getestet, war gar nicht begeistert und in irgendeinem, ich glaube Neuheitenhaul, habe ich das hier mitgenommen und dachte mir, okay, probierst du es mal aus. Und was soll ich sagen, Leute? Absolute Liebe. Oh mein Gott, es ist so gut. Das ist sozusagen wirklich wie ein Schaumfestiger aufgebaut. Also hier kommt auch ganz normal Schaum raus. Oftmals mache ich das in meine nassen Haare, wenn die Haare gewaschen sind und ja, tue den Schaum einfach so einmassieren und dann die Haare föhnen. Oder ich mache es auch ins trockene Haar. Ihr braucht aber einen Föhn und föhne das schnell trocken. Das dauert eine Minute, wenn überhaupt, also wirklich. Und ihr habt danach Haare, oh mein Gott, wie im Hollywood-Film. Und glaubt mir, Leute, wenn ich das sage, ist das so. Dieses Balea-Shampoo, ich habe das so wie jetzt in meine Haare, einfach mit Schaum in die Haare gemacht, kurz geföhnt, weil ich kein normales Trockenshampoo mit hatte, wo ich in Dresden war. Hab die geföhnt und ich dachte mir so, wow, meine Haare waren wie frisch gewaschen, was ein normales Trockenshampoo gar nicht so krass hinbekommen hätte. Und ich hatte unfassbares Volumen, was auch wirklich den ganzen Tag gehalten hat. Es gehört in meine Haarroutine absolut mit dazu, also gerade wenn meine Haare frisch gewaschen sind, danach immer rein, weil ich wirklich dadurch viel mehr Volumen habe, gerade ich mit meinen dünnen Franzelhaaren und ja, absolut toll, kostet wirklich gar nicht viel, kann ich absolut empfehlen, testet das mal. Ich muss dazu sagen, alle Favoriten, die ich hier euch zeige, sind natürlich meine Favoriten, Produkte, die ich für gut empfinde, die bei mir gut gewirkt haben, was nicht bedeutet, dass es bei jedem so ist, aber dennoch möchte ich es euch gerne zeigen. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch eine coole Sache und das hier, wie gesagt, wirklich. Ich sage das nicht nur so, ich liebe es. Machen wir direkt weiter mit einer großen Liebe von mir. Und zwar ist es von Essence, dieses Color Changing Lip and Cheek Öl, was so grünlich aussieht und einfach nur Öl ist. Also da ist einfach nur so, ja, wie ein Lipgloss gemacht. Und ich dachte, hä, was ist das? Einige von euch haben mir dann geschrieben, wofür man das anwendet und ich liebe es. Oh mein Gott, was ist das für ein tolles Produkt? Das hier habe ich tagtäglich im Urlaub benutzt und zwar ist das Öl, was man auf die Stellen aufträgt und dann tut man das Öl einfach einmassieren und währenddessen tut es durch den pH-Wert der Haut die Haut färben in so einem ganz zarten, leichten Rosa und das kann man aber auch aufbauen und man hat so ein frisches Ergebnis. Ich habe euch das jetzt erst in meiner Instagram-Story gezeigt, das kam aber leider über die Kamera gar nicht so rüber. Ich trage das mega gerne hier auf meine Lippen auf oder auch am Morgen oder wenn ich ungeschminkt bin oder gerade im Sommer war das mein absoluter Changer, trage ich das einfach hier auf und man hat direkt so ein frisches Gefühl. Also man hat so eine leichte Röte im Gesicht, man hat leicht die Lippen eingefärbt, aber trotzdem nichts im Gesicht. Also es ist eigentlich wie eine Pflege. Also richtig, richtig toll. Ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mich dieses Produkt so vom Hocker haut, aber ich mag es wirklich sehr gerne.
kann ich sehr empfehlen. Das sind wirklich aktuell die Produkte, die ich sehr häufig verwende und die ich mir auch bereits nachgekauft habe. Ich feiere die Produkte, ich nutze sie wirklich fast tagtäglich und deswegen wollte ich sie euch auch sehr gerne vorstellen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, kennt ihr ein Produkt davon, mögt ihr eins oder was ist euer absoluter DM-Favorit? Was feiert ihr total? Was kauft ihr euch immer und immer und immer wieder nach? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann schaue ich mir das mal an und ja, vielleicht wird es auch einer meiner Favoriten. Heute gehen auch wieder ganz, ganz liebe Grüße raus und zwar grüße ich heute die Michelle aus Kerpen. Ganz liebe Grüße gehen an dich, bleib gesund. Und wenn du Bock hast, dass ich dich auch in einem meiner Videos grüße, dann kommentier doch gerne mit deinem Namen und deiner Stadt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Ihr könnt natürlich auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos hier auf meinem Kanal. Checkt gerne mal meine Social Media Kanäle ab, wenn ihr Lust habt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao.